Ich kann es dir nicht sagen. Also es wird besser. Auf Intermediates war ich gerade besser als vorher, okay, deutlich. Die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 33,2. Du wirst aufgehalten, dadurch hole ich jetzt auch ein bisschen auf. Aber 62 ob das jetzt für Trocken schon reicht. Pff. Muss an die Box. Gleich. Diese Runde geht's in die Box. Boxenstopp. Okay, er sagt mir, eine Inlap soll ich ihm geben. Aber halt für Intermediates, ne? Wechselst du auch den Frontflügel oder nicht? Ne, mach ich nicht. Krass, wie viel Zeit du gerade verlierst durch diese Kacke. Ja. Von den 20 Sekunden sind es gerade wieder 16 zu dir. Das ärgert mich gerade richtig krass. Der Regen könnte jetzt doch noch irgendwie was kaputt machen. Also ich kann jetzt auf jeden Fall nicht in die Box, weil du gerade bist. Es wäre halt jetzt dumm, wenn du dann gleich auf Trocken wechseln müsstest. Das ist halt das Bescheuerte. Ja, aber ich kann dir nicht. 65% eben. Hatte ich den links. Ich habe nicht so viel, deswegen warte ich noch. Aber keine Ahnung. Ich kann es dir echt nicht sagen. Bei mir könnte es ja genauso blöd enden. Ich habe jetzt 55. Du musst aufpassen, ich komme jetzt. Okay, du bist noch ein bisschen vor mir, passt. Glück gehabt. Das, was mir jetzt überhaupt nicht gepasst hätte, ist entweder, dass ich, ja, also, oh, gelbe Flagge hier vorne. Da ist einer raus. Wer ist das? Weiß es nicht, hoffentlich steht er nicht mehr im Weg. Magnussen. Der ist irgendwie. Ja, was mit dem ist. Grüne Flagge. Muss ich die wieder. Wetterbericht. Ich glaube, irgendwas ist mit meinem Mikro gerade falsch. Jetzt regnet es aber gerade gar nicht. Ja, mehr. Ja, ich sehe es, deswegen wollte ich ihn gerade fragen. Scheiße. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Jetzt würde ich nur ein, zwei Runden hätte ich mehr aushalten müssen. Ich hoffe, ich halte die nämlich aus. Das ist nämlich gerade eng. Weil so, ich habe auch schon jetzt fast 60%. 58. Vorne habe ich 28, nice. Ja, ich hatte vorne auch richtig wenig. Oh. Alter. Was ist da? Ich musste gerade rechts ausweichen. Oh nein, wir kommen gerade richtig viel aus der Box raus. Ich sehe über Runde. Oh mein Gott. Nee, oder? Ist doch jetzt häselig. Es sind gerade richtig viele Autos zwischen uns, oder? Kann das sein? Da bist du schon an den vorbei. An dem vor die Box. Ich bin an drei vorbei. Aber du hast noch mehr überholt. Ich bin jetzt gerade direkt hinter Verstappen, der ist auf Platz 13. Also ist schon mal gut, dass die auch nochmal einen Boxenstopp gemacht haben. Ja. Boah, das nervt mich gerade so hart. Alter. Auch für dich, also ich weiß, es ist total schwer, aber... Wann explodieren die? Also über 70 würde ich nicht gehen. Über 70 nicht. Wie viel hattest du? 68 hinten links, glaube ich, oder 65 oder so. Ich probiere noch ein bisschen zu fahren. Er hat mir nämlich gerade gesagt, ja, der glaubt, die Ideallinie ist noch zu nass, um zu wechseln. Wir sollten noch ein bisschen auf Intermediates bleiben. Ich hoffe, dass alle schön an die Box gehen jetzt. Also ich die so überrunden kann. Vettel war offensichtlich gerade an der Box, weil der ist auf Platz 12 ist gerade gewesen. Bottas ist aber immer noch Platz 3, aber der hatte ja auch guten Abstand. Ja. Yeah. Deswegen keine Ahnung, ob der an der Box war. Hamilton ist gerade auf Platz 8 vor mir. Es wäre halt so gut, wenn ich jetzt direkt auf Trockenreifen wechsle. So viel ändert es eigentlich bei dir nicht. Also bei dir ändert es eigentlich gar nichts. Was? Du bist nach hinten sicher. Ja, ja. Und vor dir bin ich.
Ich weiß schon, aber ich habe trotzdem keinen Bock, zwei zu machen, wenn auch einer. Ja, geht. Ich kann das schon verstehen. Das ist einfach vom Risiko einfach auch. Also du hast halt mehr Puffer nach hinten. Ich weiß auch nicht, ob Bottas schon war. Das weiß ich auch nicht. Mann, kann er mir jetzt nicht einfach sagen, okay, DRS aktiviert, wir wechseln. Weil meine Reifen werden jetzt immer... Wetterbericht. Ich würde an die Box gehen, weil er hat mir gerade gesagt, der Regen wird in 10 Minuten abklingen, also wahrscheinlich regnet es irgendwie wieder so ein ganz bisschen oder so und das Strecke wird nicht trocken. Also ich weiß nicht, also er hat mir gerade gesagt, der Regen wird in 10 Minuten abklingen. Deswegen, also... Ja, ich weiß nicht, also... Okay, er sagt mir irgendeine andere Scheiße. Frage ihn nochmal. Wetterbericht. Vielleicht hat er gerade auch nur gelogen. Okay, jetzt hat er gerade wieder gesagt, wir erwarten keinen Regen. Intermediates passt am besten. Ich sag ja, die sind sich auch irgendwie gerade nicht sicher. Also entweder die Intermediates sind gerade scheiße, weil meine Reifen halt schon richtig abgenutzt sind. Ja, ja, so wird es sein. Oder sie sind scheiße, weil es... Nee, ich fahre eigentlich ganz okay mit meinen gerade. Ich muss mal schauen, wie meine Abnutzung jetzt ist, weil ich meine... Okay, meine Kamera ist jetzt aus. Auf eine Abnutzung geht's. Ah, ist das nervig, ey. Hätte es auch schon vor 4-5 Runden oder so an die Box gehen sollen. Direkt eine Runde, nachdem ich gegangen bin. Ich weiß, aber ich habe hier jetzt noch ungefähr 3-4 Runden ausgehalten. Und wenn er jetzt gesagt hätte, wechseln, wäre es halt für mich viel besser gewesen. Ja, ich weiß. Dasselbe, darauf habe ich ja auch die ganze Zeit spekuliert. Im Nachhinein sehe ich das so, ich hätte eine Runde vielleicht sogar auch noch früher in die Box kommen sollen. Jetzt gerade. Vielleicht muss man jetzt aber auch noch irgendwie, keine Ahnung, 10 Runden oder so auf Grün fahren und dann sage ich so, oh ja gut, sonst hätte ich nochmal auf Grün wechseln müssen, irgendwie zweimal auf Grün. Nee, alles. Also ich bereue es gar nicht, dass ich jetzt ein bisschen später gegangen bin. Es ging mir nur darum, also ich habe es ja aushalten können. Meine Reifen haben es ja mitgemacht. Von daher, ja, haben wir es einfach mal probiert, hat jetzt nicht geklappt, ist egal. Ey, Leclerc holt immer so viele Punkte, der ist auch gerade schon wieder auf Platz 6. Wow. Ja, aber davor so waren die, glaube ich, Punkte. Also... Bottas halt auf Platz 3, Bottas ist eigentlich scheiße immer in dieser Saison gewesen. Dass der jetzt hier ist, ist schon... Wundert mich fast ein bisschen. Ich habe bloß kein Auge auf Überrunden. Wenn mir da jetzt irgendwas in die Quere kommt, dann habe ich halt ein Problem. Wenn ich da einen Unfall durchbaue. Da habe ich auch Angst vor, aber. Weil die mich ein bisschen nerven natürlich. Es klappt ja nie so, wie man das möchte. Nee, aber ich hatte bis jetzt Glück. Also, was heißt Glück? Ich wurde auch schon total aufgehalten, aber ich hatte noch keine Berührung. Das sehe ich in diesem Spiel schon als Glück an. Ist tatsächlich so. Oh, lila Sektor, okay, die Strecke wird besser. Einmal lila Sektor direkt. Oh, Strecke ist so gut. Ja, safe. Ich will nervt einfach nur so ins Handy Ziel fahren. Gerade die ganze Zeit, es nervt richtig. Ich will einfach nur so ins Ziel fahren, Berührung roter Frontflügel. Alter. Ah, jetzt und weißt du, richtig trocken aus. Weißt du warum? Weil er ausweichen will. Er hätte einfach so weiterfahren sollen, wie er es gemacht hat. Nein, er weicht aus. Lass mich doch einfach, ey. Aber
Aber rechts, sagst du, ist ja gut. Rechts fand, also ich find's nicht. Okay, er steckt mir was vor, warte mal. Achso, er steckt mir nur vor, dass ich gegen den Frontflügel gehen soll. Ja, aber die Strecke sieht gerade so trocken aus, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt noch, also ich glaube, dass wir in dieser Runde jetzt schon, frage ich halt auch was. Also rot, weiß ich nicht, rot geht wahrscheinlich noch ja, nicht, gelb. Ist wahrscheinlich gelb, ja. Wird auch lieber auf gelb gehen. Deins ist auf 4 und Gasly auf 5. Ja, seien sie es irgendwie krass, die Saison. Und okay, jetzt ist schon wieder so trocken, okay, dass die grünen Reifen... Die sind jetzt, scheiße, ja. Jetzt sind sie gerade richtig scheiße. Ich finde sie richtig kacke. Ich habe jetzt zwar auch den Frontflügel, aber ich finde die grünen Reifen richtig schlecht. Richtig kacke finde ich die. Und diese scheiß Überrunde, ne. Frontflügel geht mir jetzt auch einen Sack, den lasse ich auf jeden Fall wechseln. Die Zeit habe ich. Falls ich überhaupt nochmal gehe halt, wie gesagt. Alternative Strategie? Ja, DRS aktiviert. Ja. Oh Mann. Ja, er hat mir auch gelb vorgeschlagen. 5 Runden hätten sein müssen. 40,4 Sekunden. Er hat dir gelb vorgeschlagen? Ja, er hat mir gelb vorgeschlagen. Mir hat er noch nichts vorgeschlagen. Wir ziehen eine Alternative. Okay, jetzt steckt er das vor. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Alles klar. So, ich bin an der Box. Jo, mach hin, ne? Ja, das schaffen wir locker. Ich bin ja jetzt in der Kurve. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht ultra alle durchlassen oder so. Nee. Ich muss warten, aber ich muss nur einmal ganz kurz warten. Ich bin raus. Aus dem Rennen wollten? Ja, aus dem Rennen. Ja, ich hab DRS. Woo! Bin wieder auf der Rennstrecke. Und habe jetzt Platz 4 vor mir. Okay. Bin an Platz 4 vorbei, jetzt stehen nur noch Bottas und du. Ich bin jetzt an der Box. Ich muss halt den Frontflügel auch noch wechseln, das dauert bei mir ein bisschen länger. Alter. Sogar mit dem Boxenstopp habe ich jetzt gerade hier in den grünen Sektor gefahren. Im ersten Sektor, WTF. Das ist ein Bug. Okay, jetzt kann ich wieder. Ist zum Ausgeben da. Jetzt kann ich wieder alle überholen. Nice. Alle, die ich überholt habe, sind jetzt vor mir, weil ich den Frontflügel gewechselt habe. Ja, das ist nervig. Jetzt kann ich alle nochmal überholen. Wird jetzt eine schnellste Runde. Das wären jetzt gleich 2 schnellste Runden hintereinander. Glaube ich. Hoffentlich. Ja, ich habe auch einen grünen gefahren, das macht gar keinen Sinn. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den ERS-Einsatz. Energie ist zum Ausgehen. Mann. Ach, guckst wirklich schneller. Ja, keine Ahnung, wie das gerechnet wurde. Ja, weil man wahrscheinlich in dieser ersten Kurve, diese links-rechts, da so viel Zeit verliert, dass man da aus der Box da von der Startlinie quasi schneller unterwegs ist und unsere Box ist wahrscheinlich halt hinter der Stadtziellinie noch und deswegen. Aber man muss noch trotzdem vorsichtig fahren, also ich fahre vorsichtig. Ich jetzt nicht. Die eine Runde will ich jetzt mal schnell fahren. Will mal sehen, was ich schaffen kann. Auch wenn ich da gerade einen Überrunder sehe, der mir gar nicht gefällt. Es kann sein, dass der meine Runde zerstört. Lol. Der Regentropfen. Oh mein Gott. Ja, direkt nochmal auf blau. Ja, es regnet wieder. Nice. Ich habe noch nichts gesehen, weil ich gerade links, rechts, oben, unten fahre. Wenn ich gleich über Stadtziel gefahren bin. Lol. Der Walteri. Ist der nicht krass? Wetterbericht. Jetzt holt ihr uns alle ein. Okay, Trockenreifen passen am besten. Ja, hä? Ja, was ja, hast du denn erwartet? Aber das. Anders hätte ich es auch nicht erwartet, aber. Das Radar zeigt keinen Regen, sagt er auch, aber ich sehe ja den Regen.
Ich sehe ihn noch nicht. Ja, bei mir regnet's. Wer weiß, was du alles siehst. Debotas. Komm mal, ich will auch mal die schnellste Runde. Schade. Der Punkt gehört hoffentlich mir. Wie viel hast du gefahren? 1,17,5. Alter, 5 was? 8,1. What the fuck? Ich bin 200stel langsamer. Ich hab 1,16,00. 0,4. 1,16? 1,17,6 meine ich. 1,17,6. 0,04. Eine Sekunde schneller als dein Hintermann. Ja, genau. Der Überrunder. Hallo, er rammt mich. Alter! Russell! Russell ist krass. Er hat mich einfach auf der einen gerade überholt, zurücküberholt. Und ist dann einfach auf die Ideallinie gefahren, hat mich fast in die Wand gedrängt, weil ich habe einfach abgebremst, sonst wäre ich in der Wand. Alter, der Max. Ja, Gott wird sich nochmal gefightet hier. Will die haben. Dann kämpf drum. Auch die Punkte. Viel weniger als alle anderen. Gehen wir nur auf Platz 9 gerade insgesamt in der Fahrerwertung. Ich hasse Russell dafür, ey, so eine Scheiße. Aber bei mir hat es auch wieder aufgehört zu regnen. Ja, ich habe echt keinen Tropfen gesehen. Hoffentlich kriegt Russell eine Strafe, weil er hat die ganze Zeit blaue Flagge. Jetzt müssen wir vorankommen. Schalte ERS-Einsatz auf Überholen. ERS auf Überholen. Alter. Und jetzt gleich nochmal Lila von mir. Okay, ich bin bereit. Wie viel war's? Ich hab's nicht gesehen. Kann ich dir gleich sagen. Ja. 1,15,6. 15! Ja, 15. Lol. 2 Sekunden schneller. Okay, ja, dann da hol ich keiner mehr ein. Selbst ich nicht. Klar. Geht noch besser. Ich hätte den Punkt eigentlich auch gern, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Du hast doch schon genug Punkte. Ja. Ich hab, du hast in 3 Rennen schon Punkte bekommen. Ich habe in einem Rennen erst Punkte bekommen. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Dafür kann ich nichts. Eine Runde über Plan ziehen. Fahr so bald wie möglich. Aber an sich habe ich auch nicht viele. Schon viele eigentlich. Dadurch, dass du jetzt Erste bist, müsstest du eigentlich wieder gut rankommen. Ja, ran, aber ich überhole dich nicht. Naja, überholen ist mir schon klar, dass du mich nicht tust. Und das ich ist ja auch, dir klar. Weil ich ja auch Zweiter bin. Sonst noch vielleicht nicht. Sogar. Noch bin ich auch nicht Erster. Ja, wir gehen ja davon aus, dass wir das jetzt zu Ende fahren. Ja, eigentlich wollte ich jetzt abbrechen. Ja, Spielabsturz. Boah, ich würde so austicken jetzt. Ja. Spielabsturz. War so gut. Nachher regnet es nicht und alle sind so krass, die Bots rammen's weg. Da hätte ich so viel Lust drauf. Nee, die Strecke wird immer besser. Ich habe ohne ERS gerade im ersten Sektor lila gefahren. Obwohl ich das Gefühl habe, dass es wieder ein bisschen regnet. Ja. Also es ist. Digga. Wahrscheinlich, oder? Oh! Ah. Was war das? Ich weiß nicht. 1,15,494. Oh. Knappe Kiste. Wie viel hattest du nochmal? 1,15? 1,15,651. Ah, kannst gleich mal in der Zeit sehen. Ja. Ich sag dir, ich will den Punkt auch. 1,15,415, okay. Das war noch knapper. Ich hatte 4,9. Also ziemlich genau 80.
80, klar, ich werd gedreht. Ich bin in der Wand. Alter, ich stehe. Safety Car, nein! Warum Safety Car? Alter, das ist so heselig jetzt. Echtes Safety Car, ne? Ja, ein echt, ja, das. Nicht nur. Wäre nicht so schlimm. Virtuell. Aber was für ein Arschloch ist das denn? Oh Mann, ey. Ich konnte nichts so für. Vorsprung. Ich weiß, ich doch auch. Ich hab 50 Sekunden, glaube ich, zu Bothas. Ich hatte über eine Minute. Ich hätte dem sogar. Also, ich hätte ihn nicht mehr überrundet, aber. Ich habe ihn die ganze Zeit gesehen, schon. Also 40, jetzt, 50 hatte ich zu Bothas oder so. Ich wurde jetzt einfach gedreht. Komisch, weil die ja überrunden und so. Ja, aber wahrscheinlich, nur noch vier wahrscheinlich werde ich wieder disqualifiziert. Das hatte ich ja schon mal. Ja, das weil die nicht überrunden, überrundet haben. Ja, ich glaube, das wird gleich. Oh lol, da ist das Safety Car. Okay. Ich glaube, es wird gleich richtig heselig. Ich durfte das Safety Car überholen. Ich weiß, ich kann aber auch nichts dafür, es tut mir leid. Also, ich aber weiß, dass es. Auf Kanada hatten wir ja immer schon richtig geiles Safety Car. Ja, ja, da sind wir auf der Strecke stehen geblieben. Junge, du hast einfach zu mir eine Minute Abstand. What the fuck? Dafür kann ich ja nichts. Hä, du musstest. Du musst doch einfach Bottas schon mal überrundet haben. Ich glaube, du benutzt den zum zweiten Marsch. Hä, ich habe ultra viel Abstand auf Bottas. Ja, ich hatte aber, bevor du den Dreh hattest, hatte ich nur 25 Sekunden zu dir. Ja, und wo bist du gerade? Jetzt bin ich direkt hinterm Safety Car. Und hinter mir ist Sainz, Platz 4. Ich bin gerade auf dieser kleinen Gegend. Mann, ich hab nichts machen können. Ja, ich hatte 40 oder 50 Sekunden zu Bottas, jetzt habe ich 9. Nice. Ich weiß immer noch nicht mal, wer mich weggerannt hat. Der andere, also Russell gibt's ja, das ist Kühat, glaube ich. Okay, ne? Also nochmal ein richtiges, spannendes Ende. Ja, wahrscheinlich fahren wir jetzt mit dem Safety Car ins Ziel, richtig spannend. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber das wäre auch was Neues, aber ich habe gar keine Ahnung, wie es jetzt enden wird. Also vielleicht fahren wir mit dem Safety Car ins Ziel. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Raikön mich, Raikön, oder? Da ist das Ding, ich weiß nicht, wo sich Bottas jetzt anstellen muss. Ob er sich ganz hinten oder so anstellt? Nee, der ist jetzt direkt hinter mir. Ja, aber du bist ja noch nicht hinterm Safety Car. Und ach so, ja, jetzt check ich, was du meinst. Der vierte, den habe ich ja überrundet. Und der überrundet mich aber nicht zurück. Der müsste ja eigentlich irgendwann, wenn man in der Kolonne ist, dürfen die Überrundeten anfangen, wieder zurück zu überrunden. Digga, so. Was für ein Scheiß. Und deswegen muss ich Bottas auf jeden Fall erstmal am Anfang hinten anstellen. Der darf nicht zu mir vorfahren. Ja, ich auch wahrscheinlich. Deswegen bin ich gespannt, wie das Spiel das jetzt gleich regelt. Weil in echt weiß ich wahrscheinlich werden abläuft. Einfach alle disqualifiziert. Ja, wahrscheinlich. Das Spiel hat keine Lösung mehr dafür. Es ist überfragt. Ey, toll, jetzt habe ich einen Abstand von zu Bottas nur von 7 Sekunden. Das ist ja richtig geil. Hä? Oder hast du wieder den Abstand? Ich habe ihn von 7. Sicher? Ja, bist weil er hinter mir auch ist. Auch in der Schlange? Nein, aber Bottas ist hinter mir. Ja, er ist ja auch hinter mir. Nein. Och. Hä, bist du eigentlich komplett dumm? Ja, jeder Fahrer ist hinter mir. Noch nicht? Er ist direkt hinter mir und ich fahre gerade auf die Schlange zu. Ich habe 8,8 Sekunden zu ihm und du hast dementsprechend 40 oder so. Sag mal, rafft der Typ überhaupt irgendwas in seinem Leben? Seh dich gar nicht auf der Strecke. Nee, oder? Ah, da bist du. Ah, zwischen euch ist noch ein Auto. Ich weiß, ah, jetzt hab ich Bottas ist ganz hinten. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Ich sag ja, wahrscheinlich hole ich euch nicht mehr auf. Alter, jetzt darf ich den nicht überholen, oder was? Warum fährt der so langsam? Ja, weil gerade der Safety Car Start ist. Ja, und? Vor allem ist ja keiner. Ich überhole das Safety Car gleich. Lol. Ich fahr den gleich drauf, der regt mich so auf. Ey. Jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt habe ich ein Problem, wenn Bottas jetzt so nah mir dran ist, also so nah, aber 9 Sekunden. Das ist ja so nah. Darf kein Fehler mehr passieren.
Junge, was ist das für eine... Warum kam da eigentlich ein Safety Car? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Nee. Er hat mich so ein bisschen aus der Strecke auf die... auf so ein... keine Ahnung, wie man das nennt. So ein abgelegene Kurvenabschnitt geschoben. Und dann bin ich einfach rückwärts gefahren und weiter geht's. Und dann auf einmal, ja, Safety Car. 15 Sekunden habe ich jetzt zu dir. Ja, passt doch. Außer dich rammt jetzt jemand von hinten, das wäre natürlich nicht so cool. Oh, denn hinten habe ich jetzt schon so einen Abstand. Nee, habe ich gar nicht. Doch, nee, die Scheile immer noch. Aber jetzt in der letzten Runde mal gucken, ob ich noch einen Unfall baue. Ja. Nice. Guter Plan, oder? Nee, eigentlich wollte ich sagen, ob ich noch eine schnellste Runde bekomme. Ja, das wäre ja krass. Das ist deine letzte Runde, die letzte. Glaubst du, du schaffst noch eine schnellere Runde? Nee, nee. Ich bin ja hinter der Schlange jetzt fast. Also ich kann die auf jeden Fall nicht vorbei. Die gehört dir, würde ich sagen. Oder Botas, aber der schafft es glaube ich auch nicht. Aber krass, du bist 800stel nur besser als ich gefahren in der schnellsten. Ich meine, ich ja, gönn dir das. Das zählt ja jetzt gerade gar nicht. Ich gönn dir das natürlich, dass du den Punkt kriegst. Was man von dir nicht behaupten kann, aber... ja, ist schon krass knapp. Ich gönn mir den Punkt auch, doch. Ist schon krass knapp gewesen. Nicht sicher, vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Yes, hat noch geklappt, aber nur ein ganz bisschen. Nur ein ganz bisschen. 6 Sekunden oder so. 26 Punkte wieder. Ich habe zweimal habe ich bis jetzt gewonnen. Vielleicht hole ich deine schnellste auch noch mal ein. Nee. Alles schon arges gekriegt. Oh. Das war Doppelsieg! Das ist das, was zählt, nicht die schnellste. Wir haben es tatsächlich hingekriegt. Ja, aber das stimmt, das erste Mal. Boah, das erste Mal überhaupt zu zweit. Großbritannien, zwei richtig geile Strecken. Das erste Mal überhaupt, wo wir zu zweit ins Ziel gefahren sind. Ja, und dann auch noch erster, zweiter. Deswegen schauen wir auch gleich mal auf die Punkte, weil die haben wir bei mir lange nicht mehr gesehen, weil ich die ganze Zeit rausgeflogen bin. Ah, das ist ja geil. Weil ich rausgeflogen bin, so. Ja, ich bin immer krass gefahren, Leute. Oh Gott, das war ein verrücktes Rennen, würde ich mal sagen. Ja. Also ist einiges passiert. Und Bottas jetzt auch mal wieder mit Punkten. Der ist ja auch nicht so überzeugend gefahren in letzter Zeit. Bin ich mir nicht sicher. Ich hatte eine Sekunde, war meine beste schneller als deine. Ja, ich habe ja gesagt, du hast gesagt, ja, noch mal ein bisschen verbessert. Hab ich ja gesagt, du hast Ultra noch mal reingehasselt. Ja. Und auch in der Rangliste. Fahren konnte. Auch in der Rangliste hast du nochmal reingehasselt. Habe ich ja gesagt, dass du relativ rankommen wirst. Ja, stimmt. Und so ist es auch. 10 Punkte. 52 Punkten und du hast 62, bist auf Platz 5. Aber Hamilton ist halt schon, also der ist ganz weit weg. Aber wenn wir jetzt nochmal zwei Doppelsiege rein theoretisch bekommen könnten in... Also ich will in Österreich, Österreich und in, ist schwierig. Großbritannien viele Punkte bekommen. Österreich denke ich, dass die Bots auch ziemlich gut fahren werden. Und in Großbritannien bin ich nicht so der Pro. In Großbritannien bin ich richtig gut. Aber gut, ist egal. Ja, wir werden uns das anschauen. Und wir sehen einfach, wie es laufen wird. Aber wir haben ein großes Vor und mal gucken, ob es Hauptsache, wir sind vor Fiedel. Lol. Ja. Du bist punktgleich mit ihm sogar. Krass. Okay, ja. Tschüss.